Das ist ein seltsamer Raum. Er hat so einen langen Gang und einfach nur einen leeren Raum. Oh, da ist Simon. Ist wahrscheinlich gar nicht Simon, aber egal. Ich nenne ihn jetzt so lange Simon, bis ihm etwas anderes behauptet. Ich würde sagen, geht jetzt das Licht an im Flur. Oh, er hat die Pflanze umgeschmissen. Sonst scheint ein Bild umgeworfen. Auch noch. Hier, es geht ja nicht. Randale. Na, ist eh nicht mein Haus, was sonst. Hier wieder hier rein? Sieht nicht so aus. Was hatten wir schon mit dem Behind You? Nee, da ist auch nichts drauf. Der dekoriert. Oh, er hat einfach mal ein Loch in die Wand gemacht, eine Tür reingestellt. Okay. Gehe ich gleich rein. Ich will nochmal gucken, ob sich hier was verändert hat. Nee, hier hat er alles. War das auch vorhin zugenagelt? Bett hat einfach mal Fenster zugenagelt. Ja, geht ja noch. Niemand hat er nicht umdekoriert. Na, der Fernseher ist auch aus. Ach, das war hinterm Schrank. Ah, verstehe. War der Schrank einfach davor gestellt? Tür ist verschlossen. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Oder können wir ja irgendwie ein Buch verschieben, dass die Tür aufgeht? Der hat jetzt alle Dinger vernagelt. Der Simon ist ganz schön flott unterwegs hier. Der vernagelt die ganze Bude. Schlüssel, 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 Schlüssel. Das sieht nicht so aus. Ich würde gerne mal gucken, was in dem Tisch drin ist. Den kannst du so hochklappen an der Seite. Also die Tischplatten kannst du hochklappen. Haben wir hier einen Schlüssel jetzt? Ne, wir haben ein Telefon. Vielleicht hat das Telefon einen Schlüssel für uns. Falls du fragst, Simon ist nicht hier. He's not there anymore. Can I call back later? Ja, du kannst gerne später zurückrufen. Ruf ich jetzt zurück? What the fuck? Simon ist nicht mehr da. Okay, dann ist das wahrscheinlich doch nicht Simon. Dann, wir brauchen für ihn einen Namen. Wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn Mark. Hör auf, mit dem Licht zu spielen. Das nervt mich. Ich hasse sowas. Ich mag das gar nicht mit dem, wenn man mir das Licht wegnimmt. Ich habe immer Falle. Über Sachen drüber. Ja, der auch zugenagelt. Okay, ich wollte nur mal checken. Simon ist anscheinend nicht mehr da. Wir haben uns gestritten und dann ist er weggerannt. Und dann habe ich mich geschnitten. Oder hat Simon sich geschnitten? Kann ich Wasser anmachen? Vielleicht muss ich mal die Zahlenkombi finden für den Safe. Aber der hat auch eine sehr, sehr tiefe Stimme gehabt. Der hat bestimmt viel geraucht in seinem Leben. Ernsthaft. Ich hasse das, wie gesagt. Das ist eine Sache, die ich gar nicht leiden kann, wenn man mir das Licht ausmacht. Bam, 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 bam. Achtung, da steht nochmal Sterb. Boah. Und jetzt? Pech gehabt. Ich kann nicht mehr. Ich kann aber draufklettern. Nö, ich kann auch nicht springen. Sehr unangenehm. Da frisst schon wieder jemand das Mikrofon. Oh, da wäre er im Stuhl. Wackel, wackel. Es scheint ja auch kein Geist zu sein. Der war ziemlich sehr fleischlich für einen Geist. Macht es wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Ja, voll den Trip. Hätten die Tabletten ich nicht nehmen sollen. Ach komm, wir ziehen die Tür auf. Doch kein Schlüssel. Noch mehr Flur. Ist jemand hinter der Tür? Oh, da geht's runter und da ist eine Tür. Eigentlich. Gut, durch die Tür ist schon mal keine Option. Was haben wir denn hier? Bücher, Taschenlampe. Ach, nicht Taschenlampe, Tischlampe.
Die Geräusche sind ja halt echt schon fies, die im Hintergrund so sind. Dieses Klopfen, das Mikrofon essen. Noch mehr Stühle. Wir haben viele Stühle, aber sonst haben wir relativ wenig. Was steht denn da drinne? Mein innerer Dämon, sie folgen mir und ich beobachte jeden. Ich. Oh. Meine inneren Dämonen, sie folgen mir und beobachten jede meiner Bewegungen. Manchmal tun sie mir sogar weh. Das ist ungünstig. Du müsstest unbedingt mal zum Psychologen anscheinend. Oder du Dad. Ich weiß nicht, wer wir sind. Jetzt mache ich da noch die Tür zu. Keiner erschienen. Aber wir kommen hier nicht raus. Kann man hier irgendwas entdecken? Irgendwie setzen. Reparieren. Das war die Super Nanny und jetzt habe ich Stubenrest. Oh, da ist Mark. So hat man dich genannt. Oh, der hat auch sehr viele Kratzer. Sind das, oder? Ist das aufgemalt oder sollen das Kratzer, also Schnitte sein? Hat er sich geschnitten? Soll ich dir ein Pflaster holen? Kann ich? Ich kann hier auch nicht angucken. Hallo, soll ich dir ein Pflaster holen? Nee, anscheinend nicht. Ich hole mal trotzdem Verbandskasse, weil ich brauche ja noch was. Oder die Tabletten, die vorne auf dem Tisch liegen. Nee, ich kann nicht. Sorry, das ist natürlich auch eine Option, einfach mal im Boden zu versinken. Das hilft mir aber jetzt relativ wenig weiter. Kann ich auch versinken? Ich habe die Backrooms. Anscheinend nicht. Marc ist jetzt anscheinend in den Backrooms. Auf Wiedersehen, Marc. Ich werde dich vermissen. Du warst wieder ein Bruder für mich. Rauskomme ich immer noch nicht. Oh, doch jetzt. Langer Gang. Seit Resident Evil sind lange Gänge immer schwierig. Lange dunkle Gänge sind gemein. Okay, ich dachte eben, da hat die mal Münzen hingelegt. Das sah eben aus, aus dem unteren Winkel, als hätte er einfach so einen Stapel Münzen. Jetzt. Genau, ja, der ist jetzt in den Backrooms. Oh. Er hat aber vorher nochmal an der Tapete gewälzt. Und über den ganzen Boden. Boah, was hat der gemacht? Da träume ich nicht auf. Er hat die Leinwand geklaut, weil hier ist doch alles Farbe. Alles angemalt. Ein bisschen Layers auf vier wichtiges Gemälde. Ah, da ist das Gemälde. Kann ich ihn abziehen? Ich will wissen, was das für ein Gemälde ist. Vielleicht ist da ja die Safe-Nummer drauf. Ja, der hat versucht, das Wohnzimmer streichen. War nicht sonderlich erfolgreich. Jetzt kommt davon, wenn man so kleine Tuben und einen kleinen Pinsel nimmt. Das ist nicht so saubere Arbeit hier. Der hat einfach nur die Tube dran. Der hat freischaffende Kunst gemacht. Der hat einfach so die Hand in den Eimer Farbe getunkt und dann rumgeschleudert. Einfach so an die Wand geworfen. Wie spät? Ist schon mittlerweile 6. Da müsste ja bald hell werden. Guck, sag doch, es wird hell. Das war das Licht von hier, nicht von draußen. Simon ist nicht da. Warst du nicht eben noch hier? Er ruft auf den Backrooms an. Er ruft auf den Backrooms an, er hat ein Telefon gefunden. Aber er will nicht mehr Simon treffen. Vielleicht war das Simon. Simon ist echt heiser. Vielleicht ist ihm kalt. Nee, kann ja da nicht durchgehen. Ist ja zugenagelt. Ist jetzt. Nö. Da hinten ist jetzt Licht, aber wieso im Flur kein Licht? Der Licht statt der für den Flur. Du hast auch extra gewartet, bis ich weiter weggelaufen bin. Ist aber eine sehr laute Uhr. Die hat gar keine Glocken. Die kann gar nicht so klingeln. Das war da so eine Turmuhr. Wir haben doch gar keine Turmuhr da. Was für eine Uhr macht so einen Krach? Was war das? Achso, das waren die Schränke. Okay. Ich gehe kurz ans Telefon. Hi, is Simon there? Nee, aber such den mal. Ich glaube, der hat Kakerlaken. Seine Bude geht hier. Fällt irgendwie auseinander. Oh, das war's. Das Tee. Kann ich mir Tee machen? Nö.
Naja, zwei Kaffee, ein Zucker und ein Tee. Also wir haben Prioritäten auf Kaffee anscheinend gesetzt. Weil es ist ein starker und ein schwacher Kaffee oder so. Wackelt immer noch. Wird jetzt etwas zu hier. Immer noch zugenagelt. Da ist immer noch ein Safe. Im Safe ist Simon. Oder Simons Telefonnummer. Oh, ernsthaft. Ah, jetzt ist er Markus rangegangen. Hoffentlich. Kommt da noch? Irgendwas Wichtiges? Anscheinend nicht. So, Mausekuchen. Vielleicht hier mehr Mausekot oder sowas, habe ich gedacht, aber es hat einfach nur genütet. Vielleicht ist in den Bildern irgendwie die Nummer versteckt, aber ich glaube eher weniger. Oh, hi Mark! Du bist zurück aus den Backrooms. Schön, dass du zurückgefunden hast. Tust du mir was? Nö. Hast du die Augen zugetackert? Du kannst mich gar nicht sehen, Digga. Anscheinend du folgst mich aber. Hörst du mich? Er hat keine Augen. Laufen oder auch nicht. Du bleibst zusammen. Au! Du hast deine Freunde mitgebracht. Die sehen ja irgendwie alle aus wie du. Wie viele Zwillinge seid ihr denn? Drillinge? Vierlinge? Fünflinge? Sechslinge? Sieben? Acht? Neun? Zehn? Oh. Und der Otto, der fällt so ein bisschen aus der Reihe. Ja, das frage ich mich auch gerade. Wir hätten die Tabletten echt nie nehmen sollen. Das war ungesund für uns. Oh, jetzt sind wir aber immer in dem Bett aufgewacht. Was ich vermisse, ist sehr, wenn Simons Freunde anrufen und nachher fragen. Das kann ich vergessen. Das war nur ein Dude. War immer wieder der gleiche. Oder habe ich was mit den Ohren? Ist jemand das Kind? Das wäre traurig. Ich glaube, du sollst die Medikamente vielleicht absetzen. Das hat dir nicht gut getan. Schon mal mit deinem Doktor sprechen, dass du andere kriegst. Oder halt ganz absetzen. Ich weiß ja nicht, was du da für Medikamente nimmst. Gut, scheint es nicht zu sein. Welche falsche Dosis? Kann passieren. Du hast deine Taschenlampe übrigens irgendwo vergessen. Okay, die kriegst du schon mal nicht, die ist leer. In der Küche waren, glaube ich, auch noch eine Dose. Die ganze Graffiti ist weg. Aber der Trockner ist immer noch verschoben. Bügeleisen? Nee. Selbstverteidigungswaffe. Bügeleisen. Kannst du gegen kaputt. Jemand hat den Safe geklaut. Oh nein, die Panzerknacker haben die Panzerknacker beknaut. Die Tür zugenagelt? Na, guck mal, die Tür ist jetzt offen. Aber es ist zu kalt, wir dürfen nicht raus. Die Tür ist verschlossen. Okay, das ist auch eine Option. Oh, da ist das nächste Stück Bild. Bildstück. So rum. Da, guck, Tabletten. Dass sie irgendwie Brot mitschmieren wollen oder so. Keine Ahnung, was da der Gedankengang war. Simon? Hello, I was wondering if you happen to need to get your furnace cleaned. Ja, hier war einiges kaputt. And Ich würde mal nach den Scheiben und so if I gucken. could potentially speak with Simon. Dann weiß ich nicht, wo der ist. Es macht es nicht einfacher. Achso, er telefoniert noch. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe ein Bildstück. Da weiß ich schon mal, wo es hinkommt. Bevor ich da bin, klingelt das Telefon nochmal. Simon war anscheinend Geschäftsmann, aber es war immer wieder der gleiche Dude, der angerufen hat. Also ich gesagt, der hat viele Kontakte oder so. Es wird sehr dunkel. Okay. Ist mir die Luft ausgegangen oder wie erstickt?
Meinst du, jemand wurde wegen mir getötet? Okay. Wir leben im Wald, weit weg, mitten im Nirgendwo. Ich wusste, dass viele wilde Tiere in der Gegend herumstreuen. Das wusste ich. Aber ich ließ ihn trotzdem alleine. Das ungünstig. Auch nur eine kurze Sekunde, als ich hinguckte, war das Wasser, um etwas Wasser zu holen. Ich erinnere mich, dass ich ein Foto von ihm gemacht habe, Sekunden bevor die Wölfe ihn erwischt haben. Seitdem verfolgt mich dieses Foto. Ich habe versucht, es auseinanderzureißen, aber bekomme es wieder. Das war Simon, das sah mehr seiner Frau aus. Ich dachte, das wäre ein Bild von unserer Frau, deswegen Simone. Ruhe in Frieden, Simon. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kann ich das Bild jetzt zusammensetzen? Ich war zu langsam. Ich hätte das Bild schneller zusammensetzen müssen. Wieso wollten die alle mit unserem Sohn sprechen? Ende 1 von 3 wahrscheinlich Zeit. Ostereier gefunden. Okay. Aber warum wollten die alle mit unserem Sohn sprechen? Das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Wie alt war unser Sohn? Schon vorbei, ja. Ich wette, wenn ich das Foto-Ding da hinkriege, kriege ich ein anderes. Wollen wir es nochmal probieren und gucken, ob wir das Foto zusammenbasteln? Und vielleicht finden wir den Code für den Safe. Okay, wir müssen Ausschau halten. Einmal, wir müssen schnell sein am Ende für das Bild. Und wir brauchen eine Nummer für den Safe. Wir starten. Wir können vom Checkpoint, da müssen wir nicht so weit machen. Okay, ihr halt auch die Augen auf, ob ihr irgendwo eine Nummer seht. Was war eigentlich mir Sinn? Das war der lange Gang mit dem einzelnen Stuhl. Müssen wir mal genau gucken, ob wir irgendwo eine Nummer finden. Eine Nummer. Wo ist die Nummer? Bei den Büchern vielleicht. Ja, da können wir gleich gucken. Ah, ist eine gute Idee. Mal nicht da. Oh, ein leerer Bilderrahmen. Oder kann ich da Taschenlampe nehmen? Kann ich hier gucken? Nee. Ah, okay, wir brauchen das andere. Das andere war in der Küche. Oder? Oh, wo waren das andere Bildstück? Nee, hier war das. Ja, ist okay. Ja, da war das Bildstück. Dann ist das Bildstück vielleicht... Nee, das andere Bildstück hatte ich ja gefunden. Ich brauche hier nur mal fürs Tresor sowas. Ich habe schon wieder komplett den Fokus verloren. Kann ich weggehen? Oh. He's not there anymore. Ich habe beide Dinger getriggert, okay. Ja, mach das. War das der Vater? Sind mir die Mom und das war der Vater? Der Dude, der sich so viel geschnitten hat? Sieht eher aus, wie als hätte er bei irgendeinem Ritual mitgemacht, das nicht so gesund ist. Ich wollte gerade Bilder einfügen, lass mich das doch machen. Obwohl, das was. Es könnte auch ein Kind sein. Ich habe erst gedacht, der Hut wären die Haare. Es wären diese 80er Lockenhaare. 4, 3, 5, 1. Wo zum Hängen gab's so den Code her? Wie hätte man sich den ableiten können? Du hast gespickt, oder? 4, 3, 5, 1. Na egal. Dann müssen wir uns die Rübe nicht zerbrechen. Ja. Yep. 4, 3, 5, 1. Was ist drinne? Ja. Codeknacker. Oh, wir haben Kaffee. Eine Crepe-Putzsaft. Die Einnahme von Medikamenten mit diesem Saft. Was? Die eine halbe Tasse gehört. Die Einnahme mit Medikamenten mit diesem Zeug kann gefährlich sein. Ich habe eine Ahnung, was eventuell vielleicht auch das andere Ende sein kann. Müssen wir Medikamente mit dem Saft nehmen? Es wird uns ja so schön angeteasert.
Wait, was ist da los? Hey, der Ofen hat doch wirklich geleuchtet. Bett, Couch, Wasserhahn, Wäschekorb, Badewanne, Ofen. Okay, dann machen wir gleich. Hat er letztes Mal auch? Ja, das ist neu, oder? Der hat letztes Mal nicht geleuchtet. Jetzt machen wir erstmal das mit dem Bild. Nochmal, das müssen wir noch einfügen. Bei 50 Reis. Okay, dann machen wir Lichter gleich. Und zum Schluss probieren wir irgendwie den Saft zu nehmen. Emily Hunter, yeah, jetzt wird man freigeschaltet. Nicht, gehe nicht ins Telefon, ich habe Wichtigeres zu tun. Okay, wir machen erst das Ofending, weil das mit den Lichtern scheint echt ein guter Call zu sein, dass wir das relativ gut hinkriegen. Es ist das Zusammenhang von Toast und so 05 Minuten abkommen, bevor Wolfen getötet wurde. Oh, ein Schlüssel. Wo the fuck ist der Schlüssel vor? Muss was abgeschlossen? Hinten die blaue Tür abgeschlossen. Das ist aber ein seltsamer Ort, um Sachen zu verstecken. Das ist der. Sollen wir jetzt seinen Sohn suchen gehen oder wie? Der ist doch nicht mehr da. Oder das Grab? Das ist das Grab. Wir beten für Simon. Ah, das war schon gebetet. Das war aber kurz gebetet. Großer Stein. Und jetzt? Ah, okay, das war's. Wir beten im Laufen noch ein bisschen weiter für Simon. Wir bleiben hier. Ich finde es immer noch weird, dass ein erwachsener Mann ständig für Simon angerufen hat. Also ich weiß nicht, was da läuft bei denen. Vielleicht ist er auch nur der Onkel gewesen. Ich hoffe mal nur, es war der Onkel, der man wissen will mit seinem Neffen. Nee, was? Was ist das? Stammbaummäßige. Vielleicht war es auch der Opa und hat dann nach Neffen gefragt. Es ist Zeit für mich, mein Leben wieder in Ordnung zu. Ja, das stimme ich dir zu. Das scheint bei dir echt nicht so in Ordnung zu sein. Kann man auch verstehen, wenn das Kind stirbt. Das ist halt nicht so geil. So gar nicht. Das Ende. Das klingt ominös. Hey, Ending 2. Okay, dann probieren wir Aktion Lichterofen. Ofenlichter? Ofenlichter klingt besser. Und dann guckt man da, den ominösen Saft zu nehmen mit Tabletten, das man anscheinend ja offensichtlich nicht tun soll. Wir werden es trotzdem wahrscheinlich versuchen. Und dann müsste der Ofen jetzt vielleicht? Ja, jetzt ist der Ofen. Okay. Oder brauchen wir den Saft für den Ofen? Okay. Wer sagt mir nur mit Medikamenten? Kann ich die jetzt einfach trinken? Weil hier sind ja welche. Ich müsste ja damit dann interagieren können. Beendet hat sich hier nichts. Nee, es sind zwei an. Kann ich was ausmachen, damit sich's ändert? Nochmal, wir machen hinten das mal aus. Wir nutzen das hier. Ist jetzt ein Licht mehr oder weniger? Ist eins mehr. Wir müssen die Lichter ausmachen, anscheinend. Ja, okay. Wird neblig. Küche aus. Okay. Was sind die vier und die anderen? Okay. Ah, und nochmal. Oh, okay.
Jetzt sollte es stimmen. Ich das verbreite, bin ich einfach nur da reingelaufen und hab's nicht gemacht. Guck jetzt. Ja, jetzt funktioniert's. Und jetzt die Küche noch. Hey! Was ist das? Ich hab die Pillen. Ja, wie kann ich hier die nehmen? Nimm die mal mit dem Saft. Blasenpfeil. Einfach gehen, ja, das ist auch eine Option. Oh! Lul! Wir sind im Weg losgelandet. Wie konnte das denn passieren? Guck mal, jetzt sind wir beim Markt zu Hause. Ah, geht weiter! Was ihr meint. Oh komm, lass uns unser Mind losen. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Yay! Kann wir sterben? Ich habe jetzt. Wer war das? Jemand hat geschrien, ich habe es genau gehört. Okay. Der ist groß! Oh, das wird ja natürlich das Fressen. Oh, das saugt mich aus. Das ist ja widerlich. Das hat sich widerlich angehört. Das Ende. War das das Ende? Ende? Und da gibt es im Backrooms noch mehr zu sehen. Guck, das der Backroom war das Easter Egg. Ja, dann haben wir alles gefunden. Wir waren erfolgreich. Wir haben alles geschafft.